Er ist kein Handballfuchs und er kein Hauptstadtfußballer. Darum tauschen Peter Niemeyer und Sven-Sören Kristoffersen mal schnell die Bälle und schlüpfen dann auch wieder in die richtigen Trikots. Und trotzdem freut sich der Handballer über den Aufstieg der alten Dame Hertha. Ich habe mich da sehr drüber gefreut, weil das war jetzt die zweite Zweitligasaison in 3 Jahren von mir in Berlin. Und grundsätzlich bin ich auch Fußball interessiert, muss aber gestehen, dass ich die erste Liga dann doch lieber verfolge als die zweite. Insofern haben die Jungs das gut gemacht. Schauen wir mal, wie sie sich nächstes Jahr schlagen. Also Peter würde als Kapitän vorangehen. Daran muss er sich messen lassen. Man merkt, die beiden kennen sich über einen gemeinsamen Bekannten. Seitdem herrscht regelmäßiger Kontakt. Das Frotzeln des Fuchses, für Peter Niemeyer sowieso kein Problem, schaffte die Hertha mit ihm als Kapitän doch einen neuen Punkterekord in Liga 2, ohne dabei ein Heimspiel verloren zu haben. Der Weg der Füchse, die mit begrenzten Mitteln und jungen Talenten regelmäßig großen Erfolg haben, gefällt dem Fußballer. Ja, ist imponierend und absolut der richtige Weg. Ich glaube, im Fußball und besonders jetzt bei Hertha ist es ein ähnlicher Weg, den man jetzt einschlagen muss, dass nicht so viel Geld zur Verfügung steht, aber trotzdem den maximalen Erfolg holen muss. Und ich glaube, da ist Füchse in der eigenen Stadt ein gutes Beispiel. Wenn Handball einfach wäre, würde es Fußball heißen. Ein typischer Spruch, wenn es um das Verhältnis zwischen Handball und dem großen Bruder Fußball geht. Für Hobbykickers Möhre ist eh klar, dass es da kein Gegeneinander gibt und Hertha die erste Adresse ist. Für ihn vielleicht ja sogar mal so richtig, also als Profi. Man hat ja eben gerade schon auf dem Platz gesehen, so eine schlechte Figur macht er ja gar nicht. Und als Fußballer. Es war auch frisch gewässert im Hintergrund. Stimmt. Da war jetzt das Schuhwerk. Ja. Nee, aber es sah schon sehr, sehr gut aus. Also wenn wir nochmal einen Stoßstürmer bräuchten für nächste Saison, dann werden wir, ich habe seine Nummer, dann werden wir uns bei ihm nochmal melden, glaube ich. Ja, man muss sich natürlich auch Dinge suchen, wo man sich so ein bisschen gegeneinander necken kann und auflehnen kann. Fakt ist aber auch, wenn unser Trainer ein Training ansetzt und uns vorher den groben Ablauf sagt und da kein Fußball bei ist, sind alle am Rumjammern. Insofern scheint das ja auch irgendwie eine Sportart zu sein, die einfach unheimlich vielen Menschen Spaß macht. Mit den deutschen Meistern im Eishockey und Volleyball oder dem Pokalsieger im Basketball machen sowieso derzeit viele Sportarten Spaß in der Hauptstadt. Dabei besteht bei den Sportlern untereinander kein Neid, obwohl speziell die Handballer merken, dass durch den großen Erfolg vieler Sportarten in Berlin um jeden Zuschauer gebuhlt werden muss. Das kann sich ja auch gegenseitig befruchten. Ich meine, wenn man sagt, hier, wenn man nach links und rechts guckt und Erfolg sieht, ist man vielleicht angehalten, auch noch mal ein bisschen mehr Gas zu geben, um eben die Leute mitzureißen. Und dann ist es halt noch schön, wenn man dann auch zwischendurch mal Kontakt untereinander hat, weil es doch letztendlich alle Sportler sind und alle irgendwie den gleich verrückt sind und irgendwas nacheifern. Und der nächste gemeinsame Golfausflug bei diesen beiden ist schon geplant. Dann geht's für Niemeyer schnell ab zum Hertha-Training. Zu spät kommen wird nämlich teuer, als Fußballprofi wohl besonders.